Wir kommen jetzt zu einer besonderen bewegten Pause. Wir kommen zum Thema Meditation. Meditation ist ganz wichtig, wenn man sich viel bewegt hat, um zur Ruhe zu kommen, mal wieder tief ein- und auszuatmen, den Körper zu spüren und sich einfach auch mal fallen zu lassen. Dazu ist es am allerbesten, wenn man eine Matte hat, die haben wir hier auch, und da legen wir uns jetzt mal drauf. So, jetzt haben wir uns, die Katrin und ich, so wie ihr, euch auf den Boden gelegt. Ihr versucht jetzt mal, euch ganz fallen zu lassen. Das heißt wirklich, alle Körperteile vom Kopf bis zu den Füßen haben Kontakt zum Boden. Und wir atmen jetzt tief ein, machen wir gleich gemeinsam. Am allerbesten könnt ihr entspannen, wenn ihr die Augen schließt. Das heißt, wir atmen gemeinsam ein. Und wieder aus. Das hört man bei mir jetzt ganz gut. Durch die Nase ein. Und durch den Mund wieder aus. Das machen wir jetzt selbstständig gerne jeder noch dreimal. Einatmen. Und nochmal. Letztes Mal. Als nächste Variante atmen wir mal in den Bauch ein. Das heißt, wir atmen tief in den Bauch ein und los. Und wieder aus. Dreimal noch. Und nochmal ein durch die Nase, tief in den Bauch. Sehr gut. Und wir atmen auch nochmal ganz tief durch die Nase in den Brustkorb ein. Tief einatmen. Und ausatmen durch den Mund. Und wieder einatmen. Zweimal noch. Letztes Mal. Okay, wir nehmen jetzt beide Hände nach oben, das heißt, wir stellen die Hände auf den Ellenbogen auf, die Finger zeigen nach oben und wir spannen beide Fingerspitzen und Hände mal ganz fest an, richtig anspannen und los und halten. Schön ein- und ausatmen. Noch einmal ein- und ausatmen. Und mal lösen, mal ausschütteln. Es tut gut. Katrin, bei dir alles gut? Wunderbar. Das machen wir gerade nochmal, das tut richtig gut. Fingerspitzen wieder aufrichten und wir spannen die Finger und die Hände an. Und tief einatmen. Noch zweimal. Thank you.
letztes Mal. Und wieder ausschütteln. Die Hände legen wir langsam wieder ab. Jetzt denken wir uns in unsere Füße. Wir spüren die Füße. Und die Zehen versuchen wir jetzt mal ganz weit voneinander zu spreizen. Und los. Füße auseinander spreizen, die Zehen. Ganz fest. Und atmen. Und nochmal einatmen. Und mal lösen. Kann man so ein bisschen wippen und wackeln, bis die Zehen locker werden. Das machen wir gleich nochmal. Und wieder die Zehen voneinander wegstrecken. Ganz weit spreizen. Und einatmen. Nochmal einatmen. Und wieder lösen. Und wackeln. Super, das tut gut. Wir gehen jetzt etwas höher. Nehmen die Waden. Und spannen einfach mal bewusst beide Waden ganz fest an. Und anspannen. Einatmen. Und wieder ausatmen. Und nochmal einatmen. Und lösen. Das tut gut. Als nächstes nehmen wir unsere Oberschenkel dazu. Das heißt, wir spannen ganz fest beide Oberschenkel an. Und los. Und halten. Atmen. Und nochmal tief einatmen. Und ausatmen. Und lösen. Die können wir jetzt auch so ein bisschen lockern, indem wir ein bisschen wippen und ein bisschen wackeln. Genau. Jetzt nehmen wir mal den ganzen Körper noch dazu. Der hat heute viel gearbeitet. Das heißt, wir sinken gedanklich tief in den Fußboden ein. Und der gesamte Körper spannt sich jetzt an. Alles zusammendrücken und anspannen und anspannen. Einatmen und ausatmen. Und nochmal einatmen. Letzte Runde. Und mal locker lassen. Boah, das tut gut. Wir haben die vielen Muskeln heute bewegt. Nochmal tief einatmen. Und wieder ausatmen. Und wir spannen nochmal den gesamten Körper an, ganz fest. Und anspannen. Einatmen. Ein letztes Mal ein- und ausatmen. Und lösen. Ach, ein bisschen lockern. Wir versinken gedanklich nochmal im Boden und atmen nochmal bewusst in den Bauch ein und wieder aus. Durch die Nase ein und wieder aus. Und los. Nochmal einatmen in den Bauch rein. Und nochmal. Ein letztes Mal einatmen
Gleiche machen wir jetzt nochmal bewusst in den Brustkorb. Einatmen durch die Nase und durch den Mund wieder aus. Und los. Nochmal einatmen. Letztes Mal einatmen ganz tief. Wir öffnen langsam wieder die Augen. Katrin und ich, wir werden uns jetzt langsam wieder in den Sitz nach oben begeben, richten uns vorsichtig auf. Eine schöne Abschlussposition hast auch, glaube ich, du zur Entspannung, Katrin. Wir setzen uns mal in den Schneidersitz. Genau. Ja, wir hoffen, ihr seid genauso entspannt wie wir. Es tat jetzt richtig gut, nach viel Bewegung. Vielen Dank fürs Mitmachen. Du hast was vergessen. Du musst zusetzen.